Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Wir wollen beginnen. Meine Damen und Herren, ich eröffne die 22. Plenarsitzung des Landtags. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben noch offene Tagesordnungspunkte 11, 12, 38 und so weiter und so fort, 51, 55, 67, 70 bis 75 und 81. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung wird nach den Setzpunkten heute Nachmittag Top 67 Schlussempfehlung, Bericht des Innenausschusses, Dringlicher Antrag der Freien Demokraten, Selbstverwaltung achten, Infrastruktur stärken, Belastung minimieren, für eine gerechte Lastenverteilung bei Straßenausbaubeiträgen mit Top 11 und Top 12, dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, zusammen aufgerufen. Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Es ist noch eingegangen, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, klare Haltung. Konsequente Maßnahmen im Kampf gegen Rechtsextremismus. Drucksache 20-1279 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dies Top 83 und kann mit 55 aufgerufen werden. Außer dem Eingang und verteilt Dringlicher Antrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, qualitativ hochwertige Versorgung von psychisch Erkrankten gewährleisten. Drucksache 20-1280. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Dann gibt es Top 84 und wird nach Top 72 nach der Aktuellen Stunde aufgerufen, ohne Aussprache abgestimmt. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung mit einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Aussprache beträgt 5 Minuten, wie üblich. 73 und 74 werden gemeinsam aufgerufen. Das heißt, hier gilt eine Redezeit von 7,5 Minuten. Auch das ist klar. Nach der Aktuellen Stunde geht es mit 55 weiter, dem Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE. Und nach der Mittagspause Top 38, Setzpunkt der Fraktion der AfD. Es fehlen entschuldigt die Frau Abg. Carina Fissmann, die Frau Abg. Alexandra Walter, die Frau Abg. Astrid Wallmann, die Frau Staatsministerin Puttrich bis 13 Uhr und der Staatsminister Dr. Schäfer ganztägig. Das waren die Entschuldigungen. Gibt es weitere Entschuldigungen aus dem Haus? Das ist nicht der Fall. Dann, meine Damen und Herren, wie Sie das donnerstags ja gewohnt sind, ein kurzer Blick auf den Sport. Unsere Mannschaft hat gestern nicht gespielt, aber ich kann Ihnen heute zum Ende der Saison eine Gesamtbilanz unserer Mannschaft aufmachen. Es war eine äußerst erfolgreiche Saison. Ich glaube, das können wir gemeinsam festhalten. Wir haben nur 4-mal verloren, aber 3-mal gewonnen. Wir haben ein ansprechendes Torverhältnis. Wir haben 21 Tore gefangen. Ich will jetzt nicht auf unseren Keeper hier verweisen, weil er immer wieder zitiert wird, Marc Weinmeister. Er ist der beste Parlamentstorwart Deutschlands. Ich glaube, das können wir mal festhalten. Ja. Jetzt, nächstes Mal geht es wieder andersrum, Marc, nur dass du Bescheid weißt. Also, wir haben 21 Tore gefangen, aber wir haben 20 Tore geschossen. Und wir haben sehr aktive Leute, das muss man sagen. Ich will heute mal einen besonders auszeichnen. Das ist der Markus Bocklet von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Er steht immer dort, wo man angeschossen werden kann. Und deshalb hat er 4 Tore geschossen. Komm her, Markus, du kriegst auch ein Präsent. Ja, ja. Du kriegst da ein Präsent. Wir haben selten so jemanden ausgezeichnet. Deshalb alles Gute. Mach weiter so. Die jungen Leute sind da hinten dran. Denk dran. Aber jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Unser Trainer und unser Teamchef, das will ich mal sagen, der musste sich in der Vergangenheit immer mal wieder da oder dort Kritik anhören. Nicht nur der Präsident hat das sehr präsidial gemacht, aber der Günther Rudolph hat sich eben schon zu Wort gemeldet, weil er ja einer der schärfsten Kritiker von
unserem Freund Wolfgang Decker ist, weil der Günther Rudolph nicht verkraftet, dass der Wolfgang Decker erfolgreicher ist in seiner Arbeit als er vorher. Ich glaube, das können wir auch mal zusammen. Ja, ja. Ich will unserem Teamchef ganz herzlich danken. Es ist ja manchmal gar nicht so einfach. Die Sitzungen dauern ein bisschen länger, dann die parlamentarischen Geschäftsführer machen ein ebbes Gesicht, das gehört mit dazu. Die Mannschaften sollen weg, die Spieler sollen spielen, dann wärst du nervös. Und du hast auch eine gute Hand, das muss man sagen. Wenn nicht genügend da sind, dann leihst du dir Spieler vom Gegner aus. Und das ist in mehreren Fällen geschehen. Und diese Leihspiele haben von den 20 Toren, die wir geschossen haben, 5 für uns geschossen. Das will ich an der Stelle auch mal sagen. Also eine gute Hand. Lieber Wolfgang, wir stehen zu dir, auch in der Zukunft. Komm her, komm mal her. Du weißt, wenn solche Unterstützungen öffentlich ausgesprochen werden, dann ist es nicht mehr weit. Dann ist es nicht mehr weit bis zur nächsten Ehrung, wollte ich sagen. Wir wünschen dir auch in der Zukunft alles Gute. Die Mannschaft muss weiter bestehen bleiben. Sie ist ein großer Botschafter unseres Landtags. Lass dich da nicht beirren. Unser Party, die da von der UNE von aller Seite durcheinander machen. Wir danken dir für deinen Einsatz. Glück auf und Gottes Segen für die Zukunft. Danke dir. Mein lieber Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, das kam jetzt völlig überraschend für mich, diese Ehrung. Und ich habe sie jetzt gerne entgegengenommen. Und ich habe das für meine Mannschaft, für meine Jungs, gelegentlich sind noch Mädels dabei, entgegengenommen, denen ich recht herzlich danken möchte. Und auch dem Kollegen Michael Vatter, der das im Hintergrund immer organisiert. Die haben alle einen dicken Applaus verdient. Was die ehrenden Worte des Präsidenten anbelangt, mein lieber Frank, ich werde am Sonntag 2 große Kerzen in die Kirche bringen. Erstens für dich, eine für dich, weil du so maßlos übertrieben hast, und eine zweite für mich, weil ich so gerne gehört habe. Und er ist ja der Einzige, der aus einer Niederlage einen fulminanten Sieg machen kann. Er ist unser 12. Spieler, wie immer. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, selbst wenn wir richtig einen auf den Sack gekriegt haben. Du hast es immer geschafft, am Donnerstagmorgen daraus wirklich ein gutes Spiel zu machen. Recht herzlichen Dank, lieber Präsident. Und was meine Zukunft anbelangt, das müssen die Jungs bestimmen. Du bleibst bestehen als unser Sportreporter. Herzlichen Dank. So, das war sehr lieb, Wolfgang. Und nur noch ganz kurz, unsere hessischen Mannschaften, die Eintracht hat sich sehr gut geschlagen. Das wollen wir mal festhalten gegen Dortmund. Michael Boddenberg legt immer Wert darauf, dass ich auch die Eintracht besonders erwähne. Auch die Kickers sind wieder auf dem Siegespfad, die Offenbacher Kickers. Da haben 4:0 Wien und Darmstadt, da dauert es noch ein bisschen. Und vor allem unsere Bayern haben natürlich 4:0 gewonnen. Das wollen wir auch festhalten. Ich merke, dass der Zuspruch doch stärker wird und war schon immer meine Aufgabe, auch gegen Widerstände vorzugehen. Also, meine Damen und Herren, wir sind auf dem guten Weg. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen und wünsche mir, dass die gute Stimmung, die wir bis jetzt hatten, auch im Verlauf des heutigen Tags anhält. Sie können dazu beitragen. Wir werden hier unseren Beitrag ebenfalls dazu leisten.